So, Freunde, mal gucken. Sieht gut aus, als wenn ich mal meinen Tiger Gassi fahren kann. Es hat auch niemand von den Gegnern anscheinend erstmal so einen Panzer auf dem Feld. Das sage ich, kann den russischen Namen nicht lesen. Ist mir auch relativ. Mal gucken. So, alle haben den Trupp verlassen, sehr gut. So, wenn man Panzer fährt, ne, ich sag's immer wieder gern, man spawnt nicht in der Stadt, nicht unten am Fluss, man spawnt immer bei der Kirche. Ne? So, Freunde, und ich sag euch jetzt eins hier. Ne? Freunde, hier, Infanterie, wie heißt der hier? Kann ich gerade nicht lesen hier. Kobra irgendwas. Ha, ja, Kobra. Ne. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist keine Anspielung, überhaupt nicht. Nein. So. 8 gegen 10. Oh. Wenn wir das hier trotzdem nicht gewinnen, ne? Heißt der Penis? Nein. Persis. Entschuldigung. Der noch geil. Nee, Penis, doch, der ist Penis. Penis, Penis, oder? Der sieht doch so aus. Muss ich nicht nochmal lesen. Nee, Peris. Aber hätte doch Penis sein können. Hey, die anderen haben schon einen Punkt eingenommen. Schön, ich darf auch mal spawnen. Das ist toll, ne? So ein Sieger. So, wenn ich jetzt gleich eine H3 am Arsch habe, dann raste ich aus. Und wir haben keine AE. Dagegen hat nur Infanterie. Rotze sich die Leute über den Haufen. D3. Sind die C-Line Schützen? Wie ich ihn hin? Ich weiß es nicht. Wo ist unser Penis? Er wäre es. Aber wir haben ja Roland. Und GT Kamine. Naja, wenn er schon so heißt. Komm, schwerer Panzer, Tiger nähert sich der C4-Brücke. Mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Miau. So, dann wollen wir mal gucken, wenn der Gegner einen Panzer hat, wo er dann gähnt. Wir sind ja im Prinzip noch undercover unterwegs. Man könnte mich jetzt nur an meinem Rang vielleicht erkennen. Ist immer schön, wenn jemand hier so eine Panzersperre aufstellt. Der Tiger, der bleibt Sieger, weil er der Tiger ist. Ah. Ich habe ernsthaft D4 verloren? Weißt du, denkst du, hier sind zwei Leute auf der Line. Die anderen sind zu 8, die werden das schon irgendwie reißen. Ne? Und dann kriegst du wieder irgendwo von da hinten einen Finger gezeigt, ne? Und wunderst dich, warum dich keiner mag. Zum Angriff sage ich. Schön den eigenen Kübelwagen weggeholzt. Toll! Jetzt fährt man Tiger 2 und niemand ist da. Weißt? Es ist doch eine Stadt. Da habe ich jetzt. War das jetzt so schwer von mir? War das jetzt so dämlich von mir? Ich meine, gut, ich hätte jetzt gucken können. Aha, da sind mehr Punkte eingenommen. Aber ich habe jetzt ernsthaft gedacht, hier ist jetzt jemand auf der C-Line. Ne, ich habe jetzt gedacht, da sind genug. Hier sind so wenig. Man gedacht, Obi-Wan Kenobi hat es irgendwie drauf, aber letztendlich ohne Laserschwert hat er es einfach nicht drauf. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist ja egal. Ich habe hier noch nicht einen einzigen Schuss abgegeben, ich habe hier noch nicht einen Gegner gesehen. Wir sind schon gleich beim Spawn des Gegners. Hey, da wurde jemand, da hat jemand. Hier, mein Peres hat einen Headshot gekriegt. Was denn sonst? Wäre auch langweilig gewesen, wenn nicht. Hey, wir erreichen jetzt C2 mit dem schweren Tigerpanzer. Wollt ihr ihn da hinten treffen? Da hinten lief einer, ich schwör's. Hey, T20. Bremst, Junge. Ja. Meine Kanone war dicker als sein. Hey, Kuckuck. Ja, den hört man auch nicht, den Tiger. Der ist so leise. Den treffe ich nicht, der ist zu schnell. Aber der eine geht schon in Deckung. Oh. Na, ist das Motorrad weggeholt. Schwerer Panzer, immer Tiger. Schalalalalalala.
Oh, da kommt ja wer. Pop! Was haben wir denn da? Ein Scharfschützen, der nicht auf der Hut ist? Zack, weggesnipert. Lächerlich OP ist man, wenn der Gegner keine Panzerabwehrwaffen hat. Oh, Infanterie wegsnipern. Mann, bin ich ein Held. Junge. Tschüss. Grüß dich. Der schießt ja meinen Kameraden in den Rücken. Na, warte, mein kleiner Drecksack. Wo ist er denn hin? Natürlich, wir haben wieder einen Baum gefunden. Aha. Ich hab's drauf, ne? Headshot, natürlich. Ich hab nichts gesehen, aber darum geht's bei diesem Spiel ja auch nicht. Skill ist dann, wenn man trotzdem lacht, ne? Ach nee. Ist man Doppelzoom? Meine Damen und Herren, das ist der zweite Headshot des Tages, den wir nicht gesehen haben. Aber ist doch egal. Ich weiß, warum bei mir alle zugucken. Die sagen sich, nee. Niemals. Das geht nicht. Das sehen sie sogar. Zwar nicht live, aber ich hab's live erlebt. Und sie dürfen sich das im Nachhinein anschauen. Ist das nicht was? Don't come back, Tiger. Nicht zurückfahren. Ah, das ist nicht mein... Oh. Na komm, den lass er mal fahren. Wo willst du denn hin? Ich hätte dich abknallen können, ist dir schon klar, ne? Hey, hey, hey. Lol, ich war drinne und ich bin tot. Ach, Leute... Jetzt habe ich ihn nicht verschont, ne? Jetzt habe ich ihn verschont, extra deswegen. Ne, da sind wir mal nicht so. Komm, spawn mit irgendwas. Da waren wir mal nett und wollten ihn nicht über den Haufen schießen. Ich wollte mal gucken, ob er nicht auf mich schießt. Hat nicht funktioniert. Gnadenlos wirst du wieder über den Haufen geballert. Was habt ihr davon? Ich hab nett gespielt. Wenn die Arschloch sind, kann ich nichts dafür. Dann spiele ich auch Arschloch. Kann ich nichts. Thema erledigt. Jetzt müsste ich wieder F11 drücken, aber ich warte darauf, dass ich einen Headshot fange. Kommen Sie mit, kommen Sie ran. Ist schon traurig, ne? Der C1-Punkt wird gecappt, aber mein Tiger, den kann man noch cappen, ne? Das war C1 war schon 5 Minuten zu jetzt. Nein, nicht ganz, waren nur 3, Entschuldigung. Nicht, dass wieder einer sagt, ich habe übertrieben, aber letztendlich ist es doch so. Wenn ich jetzt D3 einnehme, dann ist das Spiel auch gleich gelaufen. Und wollen wir mal hoffen, dass ich einen Headshot bekomme, dann kann ich nochmal einen Tiger ziehen. Diesmal sind wir nicht so nett und steigen aus. Nein, nicht schießen. Sie den aber liegen lassen können. Du bist ein toller Tiger. Lass mich raten, du bist auf Spawn los ausgefahren und bist da stehen geblieben. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Das reicht mir aber der. Nummer 1. Sonst noch wer, der irgendwie meint, der müsste snipern? Warum schießen?
dass du die Granate rausgeworfen hast. Ich hab schon wieder gedacht, er hat gefehlt. Hast du den? Gut. Sehen tun wir wieder niemanden. Ach, da läuft einer. Drei Schuss überleben, das ist aber viel. Das sollen Russen sein. So weit zielt die Granate nicht. Kann mich jetzt. Würde mich jetzt wohl jemand erschießen? Naja, so einfach wollen wir uns den jetzt auch nicht machen. Mein Freund der Scharfschütze wieder, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ne, das war ein anderer. Heute keinen Kopfschuss mehr. War schon lächerlich, wir haben ja einen Dealer. Ah. Ich sehe ihn nicht, das ist mein Problem. Ja Leute, ich hab's ganz finster drauf mit dem Gewehr. Jedenfalls auf 2 Meter Entfernung, denn sprayen kann ich. Wenn nichts geht, aber sprayen kann er. Na komm! Komm, jetzt hast du einen, hast du frei. Leck mich! Der hat doch eine Granate gezückt, der Drecksack. Ja? Leck mich! So weit kannst du nicht werfen! Doch schon fertig. Komm, leck mich. Der hat ja nichts zu tun, habt ihr kein Zuhause da hinten oder was? Junge, alle pimmeln sie sich wieder, weißt? Jeder sitzt wieder hinterm Baum und verpasst den anderen den Handjob. Es ist einfach lächerlich. Komm, wo ist er? Komm, einen hast du frei. Komm, schieß, komm, trau dich. Komm raus da hinten. Ich hab noch 16 Schuss, ich komme. So, da bin ich. Oh, was haben wir denn da? Ein Zivillaster, der hier geparkt wurde? Da kommt er vorbei mit seiner H3. Da macht es bumm. Und das ist mir zu dumm. Ist noch jemand da? Ratatatata. Schalalala. Ist noch jemand da? Ja, also den guter Mann. Hier wird doch schon wieder gesnipert. Es ist doch schon wieder die Lächerlichkeit hoch 9. Guck mal, der Lichner. Ey, Homo Rectus Spagus. Das ist hier ein Stück Scheiße, ey. Gibt's überhaupt nichts mit. Komm, ich mal her hier. Ah, voll modifiziert. Da hatten wir aber heute noch was vor. Es wird heute nichts mehr. 24-1, einmal wegen Nettigkeit erschossen. Komm, wo sind denn unsere Scharfschützen? Komm, schieß mal. Komm, wenn ein Headshot landet, falle ich auch um, versprochen. Alles andere ist nicht erwähnenswert. Lief doch einer. Sei doch. Oh, dieser wird ja geschossen. Mein Gott, der Russe. Der schießt ja. Ist auch wieder eine Verteidigung, ja. Was haben wir, eine Verteidigung, wo ich ein paar Leute abgeknallt krieg, ohne zu sterben? Ich weiß nicht. Na komm, jetzt sterben wir aber. Jetzt wird aber gestorben. For Germany! Scheiß Camper! Angriff! Oh, den... Den habe ich nicht mehr gesehen, war mir auch egal. Jawohl! Er wird aber noch gepfiffen, jawohl, weißt? Das muss immer eine Sensation sein. Ja, warte, ich kann ja wieder einen Tiger spielen. Der Gegner hat ja sowieso keine Panzerabwehrwaffe. Ja, ich wollte meine KD ein bisschen aufhübschen. Das ist immer geil.
Aber weißt, das meine ich immer, weißt? Da steigt man aus, da ist man mal nett, denkt man, der ist auf dem Fahrrad unterwegs, das ist eh so ein Bob, der sagt sich, ja, kommt ein Tiger angefahren, ach, scheiß drauf, der knallt mich jetzt ab. Ne? Da will man aussteigen und sagen, na, wie läuft's denn so, alte Pfeife, was macht der? Rotzt wie mit einer MP40 über den Haufen. Ne? Was für ein Arschloch. Klar, es ist sein Job, aber im Niemandsland, ich knall ja auch keinen ab, der hier irgendwo umherrennt. Ne? Wenn jetzt hier einer stehen würde und sich irgendwie einen runterholen würde, würde ich sagen, ja, geh mal bitte in dein Gebüsch oder so, wir wollen dich hier nicht sehen. Ansonsten wäre mir das egal. Na? Talamin jetzt am Spawn gelegt? Weil hier ist übrigens die Standard-Talamina-Pose. Hier würde ich eine Talamine platzieren, wenn ich jemand wäre, der eine Talamine legen würde. Exakt hier. Hier macht es nicht bumm, also hat keine Talamine gelegt. Hier auch nicht. Wie geht's an unseren Tigern? Haben wir. Ja, unser Tiger steht immer noch bei D4 und masturbiert. Warum musste ich alles mit Masturbieren vergleichen? Ich weiß nicht. Aber was macht der dann jetzt da? Föhnt er sich die Haare? Keine Ahnung. Leckt er Briefmarken ab? Man weiß es nicht. Jetzt beweg dich mal. Nur was für ein Rentner. Platzbahn. Ja. Du bist ein Feigling. Der Gegner hat nichts, also ich würde das ja verstehen. Wenn er jetzt 10 IS-2 da hinten stehen würde, würde ich sagen, ja, wäre schon ganz clever, wenn wir da nicht hinfahren. So, jetzt kommen wir zur Infanterieunterstützung. Jetzt reißen wir dann immer den Arsch auf. Bussi hat 3. So. Wie durch die Ardennen schlingeln wir uns jetzt hier durch. So, da kommt der schwere Tigerpanzer. Müssen wir da links zur Verteidigung aufrücken? Da kriegen die so hin. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist kaputt. War das unser Wagen? Vielleicht. Kuckuck. Das hätte ich nicht gemacht, mein Freund. Aussteigen. Oh Leute, hätte ich eine H3, eine HE, Junge. Ich würde da so wegfetzen da drin. Leute, ich bin kein guter Schütze, aber der Samariter hier verschießt unangenehm fette Kugeln. Ich kann mit dem Ding um die Ecke schießen, jedenfalls ein bisschen. Ist der schon kaputt? Ist der tot? Wer schießt denn hier? Wer will aufs Maul haben, hä? Komm, schieß nochmal, komm, trau dich. Ah! Ich würde mich nicht bewegen, wenn ich du wäre. Scheiße, jetzt sind wir am Arsch. Aussteigen. Eigenen Tiger schützen. Na, oh Gott, geh mal rein, ich geh mal vor. Will mich jetzt verarschen? Handgranate? Mein Gewehr aufnehmen. Raus. Oh, zu viele. Lass mich doch rein! Niemals im Türrahmen stehen! Auf wen wolltest du denn jetzt schießen? Ja gut. Ein Mann hat H3. Gut.
Ich weiß auch nicht, warum der Tiger rechts von mir nicht geschossen hat. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil so wie sich das Geräusch angehört hat, ist der rechts direkt an mich rangefahren. Und ne, ein Stück weiter rechts hinter mir stand der andere Tiger. Also manchmal, ne? Ist klar, was ich meinte. Gut, dann fahren wir eben halt ein bisschen spazieren. Ne? Vielleicht hat noch einer, ich glaube nicht, dass hier noch einer RPG dabei hat. Das heißt, solange ich also in Bewegung bleibe, ist es extrem schwierig, mich damit zu erwischen. Telamin haben wir auch nicht. 33,3. Naja. Nur zwei Eroberungen. Ja, stimmt. Ich habe aber die halbe Zeit im Tiger gesessen. Ah, das dauert auch stundenlang, bis ich hier mit dem Tiger auch erstmal losfahre, ne? Ich meine, die Frage ist jetzt, ob ich hier wirklich mit Gewinn gemacht habe, ne? Weil ich habe ja letztendlich nichts abgeschossen, außer ein paar kleine Fahrzeuge. Und, ne? Das ist jetzt hier nicht der Rede wert, oder? Tuka, 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 tuka. Aber wollen wir mal sprayen, wenn ich jetzt einen treffe, ne? Dann melde ich mich selber als Cheater versprochen. Naja, Panzerung zu stark. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Naja, hätte ja sein können. Ne? Nach der Nummer von vorhin. Alles ist möglich. Er hätte jetzt bestimmt gelacht, wenn ich von der Brücke gefallen wäre. Ah, ganz so behindert war ich dann doch noch nicht. Der andere Tiger steht noch. Wo ist denn hier unser James Dings? 12-0, immerhin! Er war wenigstens auf dem Platz, ne? Man will ja den Tiger nicht kaputt machen. Na, kommen wir heute noch voran. Da hinten ein Fahrzeug hier. Ja, der Tiger ist einfach nichts wert. Der sieht zwar schön aus, den kann man auspacken und hinstellen. Ne? So wie er ihn hier fährt mit seiner 12-0. Was für ein Held. Jetzt stelle ich mich mal ein bisschen weiter rechts hin. Können Sie ihn doch hier abknallen. Wenn er wieder der Depp, der den anderen schützt. Hier, verteidige ich mal einen Punkt. Nicht bewegen, Infanterie, dann sieht man dich so gut. Der sitzt hier in Deutscher links neben mir im Wald. Kriegt er den nach raus? Es ist einer. Oder eher nicht. Ich fahr mal im Kreis, ich guck mal, ob da hinten was fährt. Halt, ich habe gerade kein Schussfeld. Ich habe jetzt ernsthaft einen Baum getroffen, ernsthaft. Netter Versuch, ich bin aber nicht blind. Ich wäre jetzt nach rechts abgewogen, wäre nach rechts zurückgefahren. Oder ganz geradeaus, Hauptsache weg. Ja, Dach D2, ja, das ist schön, das ist Dach D2, da jemand drin. Wenn man nachher die Kilometer anzeigen, muss cool sein. Von meinem Tiger und von seinem da hinten. Spielen wir auf Fahrzeuge. Raus. Meines Ding ist gelaufen, machen wir uns nichts vor. Hier könnten wir jetzt irgendwie eine Abstimmung machen. Wollen wir das Spiel aufgeben? Es ist ja lächerlich hier. Ne? Sei jetzt nicht, die Pussy hat hier noch HE. Dann knall ich ihm gleich eine, dass er hier nichts macht. Wieso ist er eigentlich nur hinter mir her? Was soll denn das? Das ist rassistisch, nur auf Hero Roland zu gehen. Sehen tun wir hier niemanden. Was riskieren und hier reparieren?
Nee, wird gerade geschossen. Ach komm, dann fahren wir mit halber Kraft. Wenn er H3 anbringt, dann ist er gut. Dann gönnen wir ihm den Kill. Nach. Während ich ausgestiegen bin, das würde mich jetzt mal interessieren. Macht schon Spaß, so. Ne, es ist auch annehmbar, ne? Ich meine, man muss sich hier echt viel bewegen. Ich sage ja, sobald du hier eine Minute stehen bleibst, kommt jemand an, meint er sich zuständig fühlt. Ja? Mache ich ja auch nicht anders. Sich irgendwo hinten am Spawn hinzustellen, das bringt es einfach nicht mit dem Tiger. Ja, meistens kommt da irgendeiner angefahren mit dem Motorrad und halt den H3 gibt. Und jetzt sind alle wieder aufgerückt und niemand ist hinten zuständig. Geblockt. Ja, da kannst du auch gern schießen. Das ist mir egal, den hätte ich auch ausgehalten. Beweg dich da weg mit deinem dicken Tiger. Ich habe nämlich keine AE. Allgemeines Buschcamping? Nein, keiner da. Deswegen, Leute, wenn ihr im Panzer sitzt, ne, dann will ich auch mal ab und zu, dass mal geballert wird, ne? Geben ordentlich Zunder geben dem Gegner, ne? Einfach mal reinhalten in diesen Busch. Ne? Irgendwann trifft man schon wen, ne? Ihr habt da die Munition nicht zum an Eier spielen, ne? Oh, jetzt kriege ich bestimmt eine mit. Oder er kriegt eine mit. Ich habe sogar noch einen gegnerischen Panzer abgeknallt. Na, jetzt kurz vorm Ende braucht man keinen Panzer mehr ziehen. Das ist Selbstmord. Das ist absoluter Selbstmord. Wir stehen ja schon am Spawn. Schwere Panzer bringen nur was, wenn der Gegner leichtere Panzer hat. Damit man eben halt eine dickere Panzerung hat. Einen Vorteil in Sachen Panzerung. Ansonsten bringt das null. Wir bleiben jetzt hier stehen. Rechts. Schusswinkel. Diesmal nicht. Dein Kollege hat mich mit einem eiskalt abgeknallt. Der ist vorher umgefallen, ne? Der kleine Drecksack. Aber weiter vor. Auch beim Zaun. Einfach durch. Einfach draufhalten. Einfach mal aufräumen. Volle Suppe irgendwo. Reinhalten. So, ja, es ist einfach ein bisschen unspektakulär, ne?
Ich finde, der Tiger, der bringt einfach nicht viel. Und mich braucht man halt als Infanterist auf dem Spielfeld. Ne? Deswegen spiele ich sowas auch nur in der Verteidigung. Heute war halt kein Panzer da, das brauchen wir jetzt nicht zählen. Der Letzte, der sich da irgendwo mal rausgegammelt hat, 2 Minuten vorm Ende. Ne? Ansonsten, wie gesagt, ne, kann ich nur mal sagen, wer das andere Tigerspiel gesehen hat, ich bin nur am Wegfahren. Ne? Ich bin einfach nur Futter. Ne? Die Leute jagen mich, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Jeder, der schon mal Tiger gefahren ist, weiß das. Das ist nun mal so. Ne? Und ja, ich wollte mal nett sein, aber anscheinend lässt mich mehr. Können wir mitspielen? Nein, jetzt nicht. Hab mal auf die Uhr geguckt. War jetzt hier Pause. So. Soll ich mal zeigen, wie ich meinen Tiger modifiziert habe? Ich glaube, ich kann es sein lassen, oder? Ne? Also, wie gesagt, wenn ihr euch den kaufen wollt, ich persönlich, wie gesagt, man braucht ihn nicht. Das Wichtige sind leichte Panzer, weil die eben auch ein bisschen was aushalten. Du brauchst für einen leichten Panzer genauso viele RPGs oder H3s wie für einen schweren. Ne? Im Prinzip. Ne? Wenn du 2 H3s musst du für einen T34 oder für einen IS-2 oder was auch immer. Jeder braucht 2 H3 irgendwo. Ne? Klar. Ne? Bei den RPGs kann man Glück haben, da schafft man es manchmal mit 2, da brauchst du manchmal auch 3 für einen Tiger, ne? Da brauchst du meistens 3. Aber letztendlich mit einem H3 ist es für jeden Panzer dasselbe.